Okay, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur zweiten Runde Messen und Automatisierungstechnik. Wir wollen heute ein Stück tiefer in die Beschreibung von Messgliedern, die wir beim letzten Mal eingeführt hatten, eintauchen, ein bisschen weitergehen an der Stelle und uns mit der statischen Charakterisierung solcher Systeme beschäftigen. Das ist so die grobe Idee. Davor schalten werden wir noch ein ganz, ganz wichtiges Kapitel, das einem auf den ersten Blick gar nicht so spannend vorkommt. Wenn ich jetzt sage, zu jeder Größe, die wir messen, gehört eine Maßeinheit, dann werden Sie alle nicken und sagen, ja, so ist das. Das ist aber keine Trivialität, überhaupt keine Trivialität. Und das kann, wenn man als Ingenieur da Mist baut, richtig teuer werden. Kommen wir nachher noch drauf. Wir werden heute in der Mitte der Veranstaltung, ich habe früher immer schon gelernt, man soll eigentlich keine 90 Minuten am Stück Vorlesung machen, ne, weil nach so 45, 50, 55 Minuten fällt die Aufmerksamkeit, weil das immer das Gleiche ist, irgendwie so mit ja, exponentiell in den Keller. Ne? Die sind innerhalb von Sekunden dann auf Null. Ich habe nie gewusst, was ich da in der Mitte machen soll. Wir haben jetzt was und das werden wir heute in die Mitte schalten und das wird sich durch die nächsten Wochen durchziehen. Kleine Geschichte, die wir immer so in etwa in der Mitte der Vorlesung unterbringen werden, wo wir was Besonderes machen. Was wir auch neu mit reingenommen haben, das ist jetzt heute das allererste Mal, dass ich das drin habe, das ist dieser Plan. Dieser Plan wird demnächst immer noch vor dem Titelbild, also vor Beginn der Vorlesung aufliegen. Das ist der aktuelle Status. Wo sind wir in der Vorlesung? Da wird in den kommenden Wochen dann auch mal hier in dem weißen Feld irgendwie erscheinen To-Dos, also nach dem Motto Logbücher abgeben oder ähnliche Scherzartikel. Das wird dann da drin stehen. Heute sind wir bei der zweiten Vorlesung und damit auch bei dem Thema Kofferausgabe. Also im Anschluss an die Vorlesung, allerdings wirklich erst nach der Vorlesung, werden wir drüben im Mollierbau unten die große Halle aufmachen, also Zugang von der George-Bär-Straße und dann in diese große Halle rein. Da gibt es die Koffer. Nochmal Hinweis, wie das funktioniert. Sie haben sich jetzt hoffentlich alle irgendwie paarweise zusammengefunden, um Praktikum zu machen. Hoffe ich mal. Es muss nur immer einer, weil es gibt für jede Zweiergruppe gibt es einen Koffer. Das heißt, es macht Sinn, dass auch wirklich nur einer dann rüberkommt und den Koffer abholt. Weil das bedeutet den Unterschied zwischen 150, 160 Leuten und halt über 300, die drüben in den Bau strömen. Und unter den gegebenen Inzidenzbedingungen ist weniger an der Stelle mehr, muss man ganz klar sagen. Ich würde also darum bitten, dass Sie sich vorher einigen, dass Sie wissen, wer Ihr Partner in dem Spiel ist. Und einer kommt den Koffer abholen. So, wenn der Koffer abgeholt wird, müssen Sie signieren für den Koffer, dass Sie ihn abgeholt haben. Und Sie müssen dabei mit angeben, wer Ihre Partnerin, Ihr Partner in dem Spiel ist. Ne? Die Koffer sind alle geprüft, also durchgeguckt, dass alles drin ist. Die Arduinos sind geprüft, die gesamte Technik ist geprüft, die drin ist. Die müssen genauso vollständig und funktionsfähig wieder abgegeben werden. Das werden wir am Ende des Semesters machen. Das steht da ganz hinten, ne? Vorlesung 15 und Kofferrückgabe. Und an der Stelle sollten die dann auch komplett wiederkommen. Das heißt, wenn Sie Ihren Arduino braten, tun Sie gut daran, einen neuen zu besorgen und den dann reinzusetzen. Ja? Weil wir werden Ihnen die Sachen in Rechnung stellen müssen. Es geht einfach nicht anders, ganz klar. So ein Koffer kostet so um die 100, 150 Euro Komplettausstattung. Wenn wir davon im Semester 20 Stück verlieren, dann können wir das Praktikum ganz schnell einstellen. Das ist irgendwie logisch. Also, das wird jetzt immer wieder kommen. Und wie gesagt, heute machen wir diese Kofferausgabegeschichte. Und dann haben Sie einiges an Zeit, bis die ersten Logbücher zu dem Versuchsplanung und Fehlerrechnungsversuch am 6. November abgegeben werden müssen. Die gesamten Unterlagen zum Praktikum sind seit heute endgültig im Netz. Ich habe heute noch die letzten Feinheiten gemacht. Unter anderem sind jetzt auch die Logbücher da. Das sind ausfüllbare PDFs. Die sind von vornherein und ganz bewusst in den einzelnen Kategorien auf eine gewisse Zeichenzahl beschränkt. Sie sollen keine Romane schreiben, weil niemand will Romane lesen. Das werden Sie auch später im Beruf nicht brauchen. Sondern Sie sollen die wesentlichen Punkte festhalten. Ja,
wenn man irgendwo irgendwas beschreiben will an einem Versuch und das irgendeine Kleinigkeit über 30 Seiten ausdehnt, dann hat man eigentlich von vornherein verloren, weil das kein Mensch liest. Ja, es muss präzise sein. Exact Sciences und Exact Language, das gehört an der Stelle einfach zusammen. Das sollte entsprechend funktionieren. Wenn es dazu Fragen gibt, dann schicken Sie mir ruhig eine Mail. Ich werde die, sage ich auch gleich dazu, ich kann nicht alle Mails, die so reinkommen, einzeln beantworten. Das schaffe ich nicht. Es sind am Tag manchmal 200, 300 Stück, die reinkommen. Und dann tue ich nichts anderes mehr als Mails beantworten. Was ich mache, gerade was hier um die Vorlesung geht, das sammle ich und das kommt dann in der nächsten Vorlesung als Antwort. Wenn mal was nicht kommt, dann nach der Vorlesung nachfragen. Ja? Also normalerweise kriege ich das hin. Mit denjenigen, die im Lehramt unterwegs sind, die Fragen, denke ich, haben wir gerade eben schon im Wesentlichen geklärt, sodass ich eigentlich hoffe, an der Stelle schon ganz gut im Spiel zu sein. Okay. Bevor wir jetzt in die neuen Sachen einsteigen, werden wir das tun, was wir in den nächsten Wochen auch immer machen werden. Ich werde am Anfang immer noch mal kurz erzählen, was haben wir denn eigentlich schon gemacht, damit man irgendwie wieder ins Spiel kommt. Das ist bei jeder Serie so, dass am Anfang irgendwie was wiederholt wird. Und das tun wir jetzt. Wir haben über Signale geredet. Signale als eine wesentliche Größe in der Messtechnik. Signale als die Größe, die Information zwischen den Messgliedern transportiert. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie sehen solche Signale aus? Das Normale an einem Signal ist im Endeffekt, also wenn wir in der Natur uns bewegen, ein zeitlich kontinuierliches und auch vom Signalparameter her kontinuierliches Signal. Was ist ein Signalparameter? Das ist an dem Signal, an dieser Größe, die irgendwie physikalisch variabel ist, eine Größe, die sich ändern kann. Nehmen wir ein Tonsignal. Das kann die Tonhöhe sein, also die Frequenz. Das kann genauso gut die Lautstärke sein. Das heißt, so ein Tonsignal könnte zwei Signalparameter haben. Ein Signal braucht zwingend einen Signalparameter und dem muss eindeutig eine Information zugeordnet sein. Dann macht das Signal Sinn. So, und jetzt müssen wir das ja irgendwie messen. Das machen wir in der Regel heutzutage digital. Da werden wir später nochmal darüber reden. Und dann stellt sich die Frage, wie tun wir das? Und ich habe hier verschiedene Varianten mal zusammengefasst. Wir haben zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Signale hier und dann die zeitdiskreten mit unterschiedlicher Abtastrate und wir haben unterschiedliche Parameterabstufungen. Oben links, das ist eine Variante, hier ist zeitkontinuierlich gemessen mit einem diskreten Parameter. Und Sie sehen hier aus den Stufen, so hoch ist dieser, sind diese entsprechenden Signalparameterabstufungen. Das heißt, die Auflösung hat ein gewisses Maß an der Stelle. Wenn ich das vergleiche mit einer zeitdiskreten Variante mit hoher Abtastrate, also sehr, sehr schnell gemessen, und einem kontinuierlichen Parameter, und Sie könnten den kontinuierlichen Parameter auch vergleichen mit einem diskreten Parameter mit sehr hoher Auflösung, sehr teure Signalerfassung, dann sieht man, ist diese Schlangenlinie, die ich da gemalt habe, super aufgelöst. Ja, die kriege ich wirklich abgebildet, die habe ich vollkommen im Griff. Wenn ich hingehe und meine Abtastrate runternehme und einen sehr großen Signalparameter wähle, dann kriege ich sowas wie hier. Da bilde ich gerade eben noch ab, dass da drunter ein großer Sinus in Schwebung liegt, die ich messen kann. Okay, die ganzen Feinheiten entfallen. Und das ist oben rechts dann nochmal gezeigt mit hoher Abtastrate und einem entsprechend kleineren, feineren, diskreten Parameter, wo man ein kleines bisschen mehr sieht. Die Frage, was Sie wählen, und das ist immer eine Frage, die für Sie mit der Messtechnik einhergeht. Es geht immer darum, was brauche ich wirklich vom Signal? Denn die Frage, wie genau ich hier werde, wie hoch meine Auflösung wird, zeitlich wie vom Signalparameter her, ist eine Sache, die schlicht und ergreifend Geld kostet. Sie können heute eine digitale Erfassungskarte kaufen, wenn Sie so ein Arduino hernehmen, der kostet, glaube ich, 15 Euro, da ist eine digitale Erfassung drin. Wunderbar, alles gut. Der kann eine gewisse Geschichte. Der kann nicht alles. Sie können genauso gut hingehen und eine Messerfassungskarte für einen Rechner kaufen, die 15.000, 20.000 Euro kostet. Die kann dann ein bisschen was mehr. Und die Frage, die Sie immer beantworten müssen im technischen Messen, ist, was brauche ich? Weil Sie wollen nicht in jedes Objekt, wo Sie mal irgendwelche Werte so alle zwei Stunden messen wollen,
eine 20.000-Euro-Karte reinsetzen, mit der sie mit 10 Megahertz abtasten können. Das brauchen sie nicht an der Stelle. Ja? Das ist also eine fundamentale Entscheidung, die man immer wieder treffen muss, was brauche ich eigentlich? Und da muss man sich bewusst sein, dass man halt dann unterschiedliche Dinge darstellen kann. Oh, da ist schon was da, was noch nicht da sein sollte. Animationsfehler. Wir hatten dann darüber geredet, wie wir Signalflusspläne, also wie wir dieses Verbinden von einzelnen Objekten über diese Signale darstellen können. Zunächst einmal geht es immer um den Übergang vom Eingangs- zum Ausgangssignal hin. Und die Signale stellen wir dabei dar durch eben solche Signalflusslinien, die eine Wirkungsrichtung haben, die durch den Pfeil angezeigt wird. Und dann unterscheiden wir zwei Arten von Übertragungsgliedern. Die linearen Übertragungsglieder, die wir hier in dem oberen haben, also einfaches Rechteck, und die nicht-linearen Übertragungsglieder, die diese Spitze dran haben. Ich sage es ganz klar, im Rahmen dieser Veranstaltung, also dieses Semesters, werden es eigentlich nur Rechtecke sein. Und überall da, wo was kommen könnte, was so eine Spitze erfordert, werden wir brutal mathematisch drüber bügeln und das Ganze linearisieren. Erst im nächsten Semester werden wir das ändern. Warum? Weil wir in diesem Semester uns die Grundlagen für die lineare Systemtheorie legen werden. Und das ist das, was wir brauchen, um das dynamische Verhalten von solchen Systemen zu beschreiben. Und das können wir nur im Linearen. Dann hatten wir kennengelernt die Verzweigungen. Bitte daran denken, das sind geschlossene Punkte, und die Mischstellen, das sind offene. Und dabei ist wichtig, wo das Minus steht. Das Plus wird normal nicht dran geschrieben, aber wo das Minus hier steht, das ist die Größe, die abgezogen wird. Das sollte man im Hinterkopf behalten. So, und jetzt kommt das, wo da unten schon Teile dabei waren. Wir haben dann gesagt, okay, man stellt solche Signalflusspläne auf, wo man als erstes Objekt in der Kette, in einer Messkette, wie auch immer sie aussieht, den Sensor hat. Und ich hatte es am Anfang letzte Woche erwähnt, Sensorik ist ein Thema, wo richtig Wertschöpfung passiert. Also die Frage, wie wandle ich irgendein Signal in etwas um, was ich weiterverarbeiten kann, in der Regel in ein elektrisches Signal, das ist ein ganz wichtiges Thema. Dann können wir irgendeine Zwischenschaltung, und wir werden einiges an der Stelle kennenlernen, was man da so alles dazwischen packen kann, kann da untergebracht sein, mit der wir dieses Signal verändern. Das kann ein Verstärker sein, das kann alles Mögliche sein, was dahinter passiert. Und dann brauchen wir am Ende natürlich eine Ausgabe, die uns in irgendeiner Weise das Ausgangssignal gibt. Ich habe hier an die Zwischenschaltung die Hilfsenergie dran gemalt. Das ist mehr so eine allgemeine Darstellung. Ich war beim letzten Mal nach der Vorlesung gefragt worden, ob nicht unter Umständen auch die Ausgabe, natürlich kann auch an der Ausgabe, noch eine Hilfsenergie dazukommen, und wenn es nur eine Hintergrundbeleuchtung fürs Display ist, das kann natürlich alles sein. Das hängt jetzt wieder davon ab, wie Sie das Ding zerlegen. Ich hatte es schon gesagt, das ist nicht eindeutig, diese Signalflussplangeschichten. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Stück weit ergründen, nach welchen Kriterien man sinnvollerweise zerlegt, und da wird es im Wesentlichen darum gehen, dass wir den dynamischen Anteil ordentlich in den Griff bekommen. Okay, das hatten wir soweit gemacht. Und eigentlich gehört jetzt, nee, das habe ich hier nicht drin, gehört jetzt an diese Stelle das X-Kapitel. Ja, ich hatte ja gesagt, wenn Sie was bringen, dann können wir irgendwie was an besonderer Messtechnik diskutieren. Ist aber nichts gekommen. Ergo gibt es heute kein X-Kapitel, sondern es geht einfach gleich weiter im normalen Stoff. Und da gucken wir gerade mal, wo ich meine Tafel habe. Okay. Ich hatte es gerade eben schon gesagt, das Kernding, mit dem wir uns heute am Anfang beschäftigen wollen, das sind die Maßeinheiten. Und um nochmal auf die Geschichte zurückzukommen, die ich gerade eben angedeutet hatte, eigentlich trivial, ein Messergebnis setzt sich zusammen aus einem Zahlenwert. Und ich lasse jetzt bewusst eine Lücke, weil da kommt auf Dauer noch was dazu, was wir auch noch brauchen. Aber es gehört in jedem Falle dazu eine Einheit. Ich sage es ja, das klingt eigentlich trivial. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich sage, Sie sollen eine Länge messen und Sie kommen zurück mit der Information 4, dann kann das durchaus einen Unterschied machen, ob Sie 4 Meter gemessen haben oder 4 Kilometer oder 4 Lichtjahre.
wenn man da mal schnell zu Fuß hin will, macht das durchaus einen ernstzunehmenden Unterschied. Mit anderen Worten, schon an der Stelle sieht man, irgendwo könnte das wichtig sein. Und ich sage es ja, es klingt irgendwie beliebig trivial. Nein, ich wollte jetzt kein Programm öffnen. Ich wollte eigentlich auf die Präsentation zurück. Danke. Es klingt trivial, aber es gibt auch Beispiele, wo man sieht, es ist gar nicht so trivial. Das hier ist der Mars Climate Orbiter. Das ist ein Satellit, der ist am 11.12.1998 gestartet worden, hat knappe 200 Millionen Dollar gekostet, also Schnäppchen. Und das war noch in meiner Zeit in Bremen, also am Fallturm Raumfahrtinstitut. Das heißt, wir haben verfolgt, was so lief, und da war ein Riesenwind drum geworden, gemacht worden. Mars Climate Messungen, super. Und dann hörte man plötzlich nichts mehr von dem Ding. Irgendwie verschwand der aus dem Internet, der verschwand überall. Man hörte gar nichts mehr. Was man dann später erfahren hat, am 23.09.1999 ging das gute Stück verloren. Das war der Tag, an dem er eigentlich sinnvollerweise in die Umlaufbahn vom Mars hätte reingehen sollen. Verloren heißt, oi, das alles groß. Wir gucken uns mal um. Was war passiert? Das hat man erst viel später dann rausbekommen. Die Bodensoftware, die die Befehle verteilt hat an das Gerät, hat Impulse, und die braucht man ja nun mal, um einzutauchen in die Umlaufbahn, in Pound for Seconds gerechnet. Dafür können Sie keine Umrechnungsfaktoren sinnvoll bestimmen, das ist irgendwas vollkommen Krummes. Und zwar anstelle von Newtonsekunden, also dem normalen Zustand. Der Climate Orbiter, der verstand Newtonsekunden. Und er kriegte jetzt eine Zahl, die mit einer anderen Einheit unterwegs war. Bloß die Einheit hat er nicht gesehen, er hat die Zahl gesehen. Er hat aufs Gas getreten und sich verabschiedet. Weg war. Was mit den Leuten, die den Mist gebaut haben, gemacht worden ist, ist nicht bekannt. Darüber schweigt man anstandshalber. Das zeigt, eigentlich ist das trivial. Aber mal schnell 200 Millionen Dollar in den Sand zu setzen, kann halt schon blöd sein irgendwo. Ja, kommt mit Sicherheit beim Chef nicht richtig gut. Und das heißt, man sollte sich über solche Dinge Gedanken machen und sollte darüber auch ein Stück weit reden. Von daher gucken wir erstmal mal in die Geschichte, wo das eigentlich herkommt, diese ganze Sache rund um die entsprechenden Einheiten. Dass Einheiten ein kritisches Thema sind, das wusste man schon relativ früh. Weil, sind wir ganz ehrlich, es gab in Deutschland, ich glaube, 49 verschiedene Ellen, mit denen Längen gemessen wurden. Schon eine ganze Menge. Und man hat sich früh überlegt, nämlich am 20.05.1875, das liegt schon eine ganze Zeit zurück, ist ein ganz wesentlicher Punkt in der Messtechnik erreicht worden. Das ist der Tag, an dem die Meterkonvention in Paris unterzeichnet worden ist. Das heißt, das ist der Tag, an dem man sich auf dieses Urmeter, das auch heute noch in Paris liegt, geeinigt hat und gesagt hat, das ist der Maßstab, das ist unser Längenmaß. Und an der Stelle hat man auch die erste der SI-Einheiten, wie wir sie heute nennen, das System International d'Unité, festgelegt, nämlich das Meter. Interessant dabei, wir hatten gerade eben dieses schöne Beispiel mit den Einheiten, die irgendwie nicht zusammenpassen, zu den Unterzeichnern der Meterkonvention gehört unter anderem auch die USA. Hat sich bis heute nicht wirklich durchgesetzt, ne? Aber ist halt manchmal so. Dass das ein guter Schritt war, das hat man relativ schnell erkannt, denn 1889 ist bereits die erste Konferenz für Maß und Gewicht ins Leben gerufen worden. Und an der Stelle sehen Sie jetzt schon, jetzt kommt eine zweite Größe als zentrale Bedeutung dazu, nämlich das Gewicht.
Die SI-Einheit, die dazugehört, ist das Kilogramm. Das wird uns gleich noch beschäftigen. Man hat dann diese Konferenzen fortgeführt, nicht sehr häufig, aber man hat sie fortgeführt. Und 1960 kam es zur 11. Konferenz für Maß und Gewicht. Also es hat einige gegeben, aber nicht übermäßig viele. Aber die ist von entscheidender Bedeutung. In der 11. Konferenz für Maß und Gewicht ist das SI-System festgelegt worden. Das System, mit dem wir heute ordnungsgemäß messen. Das ist die erste Festlegung des Systèmes International d'Unité, die erste, in der die entsprechenden Größen, mit denen wir heute arbeiten, 7 Basisgrößen, aus denen wir alles andere herausnehmen, festgelegt worden ist, jeweils mit einem Grundnormal, wie das Urmeter, so gibt es auch ein Urkilogramm. Und so gibt es überall Größen, Strukturen oder Messvorschriften, mit denen man eine dieser Größen bestimmen kann. Wenn man die alle hat, mit hinreichender Genauigkeit hat, dann kann man die anderen alle ableiten. Das war 1960. 1970, beziehungsweise 1974, 1970 wurden diese SI-Einheiten im westlichen Teil unseres Landes gesetzlich festgelegt. Und 1974 passierte das in der damaligen DDR. Mit dieser gesetzlichen Festlegung, festgelegt wollte ich schreiben, passierte dann eine Übergangsphase, weil man die Leute nicht schocken wollte. Man hat gesagt, ab 78 bzw. 83 sind andere Einheiten in Deutschland nicht zulässig. Das heißt, eigentlich geht es nur noch auf diese Weise. Jetzt kann man sich natürlich fragen, welche Folgen hat das? Welche Bedeutung hat das? Wenn Sie heute Abend auf dem Heimweg irgendwo in eine Metzgerei gehen und sagen, Sie wollen einen Pfund Hackfleisch kaufen, da taucht nicht sofort einer hinter Ihnen auf und verhaftet Sie. Sie hätten korrekterweise sagen sollen, ein halbes Kilo. Ja? Weil das Pfund gehört zu den alten Einheiten. Das Pfund ist vom damaligen Deutschen Zollverein 1858 als Maß für 500 Gramm festgelegt worden. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt existierte in Bayern zum Beispiel noch das Wiener Pfund mit 560 Gramm. Und wenn man die Verwirrung beliebig weit aufdehnen will, dann sagt man Pound im Englischen, sind ja auch Pfund, das sind aber 453,59 Gramm. Also man kann da beliebig viel Verwirrung stiften, wenn man das möchte. Bei uns sind es immer noch 500 Gramm. Es wird auch im Sprachgebrauch nach wie vor verwendet. Aber für eine offizielle Messung mit einer offiziellen Angabe ist es definitiv keine Maßeinheit, die verwendet werden kann. Geht nicht. Ja? Das lässt sich einfach nicht machen. Jetzt kommen wir zu den Maßeinheiten, die halt heutzutage ins Spiel hineingehören. Und das sind diese Maßeinheiten, die hier aufgesetzt wurden. Längenmessung, klar, über das Meter, Masse, Kilogramm, Zeit in Sekunden, die elektrische Stromstärke in Ampere, die thermodynamische Temperatur in Kelvin, also das, was ab dem offiziellen Nullpunkt rechnet, die Stoffmenge in Mol und die Lichtstärke, das ist eigentlich das, was am wenigsten bekannt ist, in Candela, also in Kerzen. Wenn man sich jetzt anguckt, wie sind die festgelegt, dann hebe ich die ersten beiden mal hervor. Wir hatten beim letzten Mal schon darüber geredet, dass der Beginn von Längenmessung über wie viel Strecke lege ich in 2 Stunden am Tag zurück, also über eine Zeitmessung gelaufen ist. Und so sieht das heutzutage auch noch aus. Es geht um die Strecke, die Licht in einer gewissen Zeit zurücklegt. Und an der Stelle sehen wir auch, wir verbinden diese Dinge mit Naturkonstanten, wie der Lichtgeschwindigkeit. Das tun wir nicht überall, an einigen Stellen passiert das. Es gibt dabei durchaus auch komplizierte Darstellungen, wie zum Beispiel beim Ampere. Ein Ampere ist der Strom, der zwischen 2 Leitern
Abstand 1 Meter, eine Kraft von 0,2 mal 10 und minus 6 Newton erzeugt. Dabei müssen das zwei unendlich ausgedehnte Leiter sein, was experimentell schwer zu realisieren ist. Und da sieht man schon, wir laufen an einigen Stellen auf Probleme zu. Und Sie wundern sich jetzt vielleicht, warum ich beim Kilogramm nichts angesetzt habe. Das Kilogramm möchte ich besonders hervorheben. Das Kilogramm, das ist ein zylindrischer Körper gewesen, das Urkilogramm, der im Wesentlichen aus Platin und ein bisschen Iridium besteht, 90 zu 10, der vom Durchmesser und der Höhe jeweils 39 mm groß ist. Das ist das Urkilogramm. Und mit dem arbeitet man seit weit über 100 Jahren. Jede nationale Eisstelle, bei uns die PTB in Berlin, hatte so ein Urkilogramm als Maß, mit dem man zum Beispiel Wagen und Ähnliches kalibrieren kann. Und vor etlichen Jahrzehnten ist man auf die Feststellung gekommen, oh, verflixt, aus welchen Gründen auch immer, nach einiger Zeit unterscheiden die sich alle. Man konnte genauer messen und irgendwie passten die nicht. Und an der Stelle hat dann eine ausgedehnte Diskussion, die über viele Jahre sich gezogen hat, begonnen, wie man richtiger und besser definieren kann. Das war das zentrale Problem und an dem hingen auch andere, wie zum Beispiel auch das Mol, was ja auf Kilogramm sich zurückführt und hier die konkrete Realisierung war schon immer problematisch. Man hat sich dann Dinge überlegt, das ist die moderne Form des Kilogramm. Es ist eine Siliziumkugel, einkristallin gezogen und atomar präzis poliert. Das kann man heutzutage machen. Mit anderen Worten, wir zählen, wie viele Atomschoss da drin sitzen. Und daraus ergibt sich die Definition, die neue Definition fürs Kilogramm. Bis dahin habe ich das jetzt seit Jahren erzählt, das war immer so und das wird irgendwann kommen, weil die neue Definition ist so, es muss nicht nur ein Normal geben, sondern es muss zwei unabhängige Varianten geben, wie man so eine Größe bestimmen kann, weil sonst macht es keinen Sinn, man muss irgendwo einen Abgleich haben. Und dann kam Ende 2018 eine Konferenz für Maß und Gewicht und die war revolutionär für das ganze Maßeinheitensystem. Die Süddeutsche hat damals getitelt das Ende des Urkilogramms und ja, am Ende war es das, weil die Festlegungen, die da gemacht worden sind, die waren dann die Neudefinition. Was hat man gemacht? Das war die 26. Allgemeine Konferenz über Maß und Gewicht, die da stattgefunden hat. Also man hat sich nach wie vor damit beschäftigt und hat eigentlich einen großen Teil dieser Definitionen abgelöst. Kilogramm, Mol, Ampere, Kelvin wurden alle verändert. Und zwar dahingehend, dass man jetzt alle diese Größen wirklich auf Naturkonstanten bezieht. Also jede dieser sieben Größen hat eine Naturkonstante als fundamentale Grundlage. Und die Naturkonstanten, die nehmen wir so, wie sie nun mal sind. Und damit war natürlich mit dieser Definition das Urkilogramm in Paris nur noch ein Ausstellungsstück mit dem Moment. Bis dahin war das in Betrieb. Von Klitzinger hat das als den größten Umschwung im Messwesen seit der Französischen Revolution bezeichnet. Und das ist ein Stück weit wahr, weil an der Stelle hat sich wirklich dramatisch was getan. Wir kommen heute auf ganz andere Messgenauigkeiten. Man muss davon ausgehen, zum Beispiel das Meter bestimmen wir problemlos auf 10 hoch minus 9. Eine Genauigkeit von 10 hoch minus 9. Und das brauchen wir auch. Sie brauchen sich bloß zu überlegen, Sie ziehen Ihr Handy raus, wollen irgendwo hin, nehmen da irgend so ein Navigationsding und selbst das Handy ist in der Lage, Sie auf 2 Zentimeter genau vor die Haustür zu führen. Wenn wir diese genauen Definitionen nicht hätten, könnten wir also was vergessen. Es würde nicht funktionieren. So, wie sieht die Sache heute aus? Wir haben eine Reihe von Definitionen, die neu gekommen sind und beim Kilogramm, das wird jetzt auf die Planck-Konstante zurückgeführt und das ist eben diese Frage mit dieser präzisen Kugel, die Amerikaner haben noch ein etwas anderes Experiment entwickelt, das die zweite Struktur hat. Alle auf Naturkonstanten zurückgeführt und wenn man das zusammennimmt, dann haben sie einen Satz von Naturkonstanten, in der Elementarladung, die Avogadro-Zahl, die Lichtgeschwindigkeit und die wirken hier auf diese sieben Grundgrößen.
Und Sie sehen auch, die hängen natürlich alle miteinander zusammen. Das heißt, wenn Sie an einer Stelle die Genauigkeit erhöhen, erhöhen Sie automatisch für andere die Genauigkeit mit. Und diese Genauigkeiten sind halt heutzutage mit den Präzisionsmessungen, die wir zum Teil benutzen, extrem wichtig. Also von daher ein insgesamt, glaube ich, ganz spannendes Problem. Und da versagt gerade die Messtechnik, mit dem man heutzutage eben diese diversen Größen ordentlich und in Summe vernünftig strukturiert zusammenführen und dann auch entsprechend betrachten. Ganz wichtig an dem Zusammenhang, es gibt also solche Einheiten, solche Maßeinheiten, und ich möchte Sie bitten, das im Hinterkopf zu behalten, wenn Sie Praktikumsprotokolle abgeben. Praktikumsprotokolle, in denen Größen stehen ohne Einheiten, es gibt dramatische Punktverluste. Weil, ja, wir können raten, was Sie meinen, aber das ist nicht unser Job an der Stelle. Das heißt, bitte denken Sie dran, an jeder Größe, die Sie angeben, an jedem Diagramm, das Sie haben, wo Größen aufgetragen werden, muss immer die Einheit mit dran stehen. Und zwar an jedem dieser Dinger. Man kann nicht sagen, ich habe doch da vorne mal gesagt, dass das Meter sind. Nee, wenn ein Diagramm kommt und da wird eine Länge aufgetragen gegen irgendwas anderes, dann muss an der Länge auch das Meter mit dran stehen. Weil es könnte ja sein, dass Sie es anders darstellen. Jedes dieser Teile muss korrekt für sich lesbar sein. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, die man einfach wirklich im Kopf behalten sollte, wo man gucken sollte, dass das entsprechend passt. Okay, ach ja, das X-Kapitel hatte ich vorhin schon erwähnt. Ich habe die Folie offensichtlich an der falschen Stelle. Sowas soll vorkommen. Soll nicht vorkommen, aber es kommt vor, sagen wir es so. Okay, gut, damit sind wir durch die wirklichen Grundlagen durch. Die letzte große Grundlagengeschichte sind nun mal die Maßeinheiten. Und damit sind wir an dem Punkt angekommen, wir haben irgendwie gesagt, ja, diese komischen Rechtecke da, das sind Übertragungsglieder. Und wir haben auch gesagt, in diesen Übertragungsgliedern, in diesen Rechtecken, müssen wir in irgendeiner Weise darstellen, was die machen. Und genau damit müssen wir uns jetzt beschäftigen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie beschreiben wir eigentlich das Verhalten solcher Übertragungsglieder? Und das müssen wir in zwei Etappen machen. Die erste Frage, die man stellen kann, ist, was liefert mir dieses Objekt als Ausgangssignal für ein gegebenes Eingangssignal im stationären Zustand? Das ist die sogenannte statische Charakterisierung. Das sagt mir noch nichts darüber aus, wie ich an diesen Punkt komme. Man kennt das, ne? Irgendwie zu Hause normale Personenwaage, wenn das noch was Klassisches ist. Ich habe noch so eine da stehen mit so einer Feder drin. Man tritt da drauf, das Ding fängt wild an zu schwingen. Man muss zum richtigen Zeitpunkt schnell hingucken und stellt fest, oh super, seit gestern 3 Kilo abgenommen. Wäre nicht schlecht. Und ja, ist kein Messwert. Messwert nehme ich erst dann, wenn diese Schwingung zum Beispiel beendet ist. Das heißt, wenn alle Ausgleichsvorgänge, die das Messsystem liefert, vorbei sind. Wir werden uns jetzt zunächst mit dieser statischen Charakterisierung von Messgliedern beschäftigen. Die dynamische kommt noch und die wird einen großen Teil der Veranstaltung in Anspruch nehmen, weil das ist durchaus ein trickreiches Unterfangen. Also zweites Kapitel, statische Charakterisierung. Von Messgliedern. Es geht uns also, das hatte ich schon gesagt, eigentlich um die Frage, wir haben hier so ein Eingangssignal, das läuft in dieses Kästchen rein und ich gehe mal davon aus, es sind alles lineare Kästchen und hinten kommt ein Ausgangssignal raus. Und was uns eigentlich interessiert, ist, was passiert hier an der Stelle? Wie können wir das, was an der Stelle passiert, in diesem Kasten, in dieser quasi Blackbox, wie können wir das beschreiben? Und im ersten Bereich jetzt der Zusammenhang, das soll uns heute interessieren, zwischen dem Eingangssignal, also dem XE
und dem Ausgangssignal XA. Und das, was wir jetzt in diesem Kapitel machen werden, das ist nicht nur für das, was wir gleich einführen, von Bedeutung, sondern die Techniken, die da dran hängen, die ziehen sich tief in diese Veranstaltung hinein. Ich hatte das jetzt schon mehrfach gesagt, das Linearisieren von Größen, weil wir lineare Systemtheorie machen und weil die Natur in der Regel einfach nicht linear ist, das wird uns immer wieder beschäftigen. Wir tun das jetzt erstmal, wie es oben schon drüber steht, im stationären Zustand. Und wenn man diesen stationären Zustand übersetzt, dann heißt das, nachdem alle Ausgleichsvorgänge abgeschlossen sind. Ausgleichsvorgänge. Das heißt mit anderen Worten, ein zeitlich stationäres und konstantes Eingangssignal liefert ein zeitlich konstantes Ausgangssignal. Und der Zusammenhang, den wir an der Stelle angucken wollen, das ist die sogenannte Kennlinie. Das ist quasi die Grundcharakterisierung, die Sie zu jedem Sensor, die Sie zu jedem Messglied mit dazu bekommen. Die Kennlinie ist nichts anderes als der funktionale Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangssignal. Der funktionale Zusammenhang in der Form, dass unser Ausgangssignal in irgendeiner Weise eine Funktion des Eingangssignals ist. Diese Kennlinien, die bekommen Sie, wenn Sie irgendein Übertragungsglied, einen Sensor kaufen, in unterschiedlichster Form. Es kann sein, dass Sie eine Gleichung geliefert bekommen, dann ist es eine relativ einfache Geschichte. Es kann sein, dass Sie ein Diagramm geliefert bekommen. Es kann sein, dass Sie eine Wertetabelle geliefert kriegen, was auch immer. Ja? Irgendwas wird Ihnen geliefert werden und aus dieser Kennlinie bestimmen wir die Empfindlichkeit unseres Übertragungsglieds, respektive unseres Sensors. Und die Empfindlichkeit E ist nichts anderes als die Ableitung dieses Ausgangssignals nach dem Eingangssignal. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ich hatte gerade eben schon gesagt, die Natur ist im Wesentlichen nicht linear. Das heißt, so eine Empfindlichkeit wird sich auch verändern irgendwie, wenn nämlich einfach schlicht und ergreifend diese Steigung sich ändert. Und das heißt, ich muss die bestimmen an einem Arbeitspunkt, also an der Stelle, an der ich mit dem Objekt irgendetwas anfangen, also irgendetwas messen will. Wir werden uns das gleich ein bisschen mehr im Detail angucken. Und wenn man auf die Uhr guckt, habe ich das tatsächlich heute relativ gut hingekriegt. Wir sind in etwa in der Mitte der heutigen Runde. Und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen gucken, ob Sie von dem, was ich bisher erzählt habe, irgendwas mitgekriegt haben. Ist so ein schöner Test, mal zu gucken, habe ich hier komplett umsonst geredet oder nicht. Das betrifft einerseits ein paar Fragen aus der letzten Woche und andererseits eine Frage, die sich jetzt direkt an dieses Kennlinienthema anschließt. Was Sie brauchen, ist irgend so ein mobiles Gerät, das einen QR-Code lesen kann. Und nachdem das heutzutage eigentlich jeder in der Tasche hat, muss ich jetzt hier nur noch meine Taskleiste hochkriegen. Nein, ich will dieses Programm eigentlich nicht starten. Danke. So, das Spielchen hier nennt sich Kahoot. Sie können da gleich, wenn der QR-Code erscheint, sich einloggen. Sie können dann einen Nickname eingeben. Sie müssen also nicht mit Ihrem Klarnamen arbeiten. Ich würde Ihnen empfehlen, sich den Nickname zu merken. Warum? Wir werden das über die Wochen, ich kann da Excel-Files ziehen mit den Punkten, die Sie jetzt erreichen. Und wir werden über die Wochen diese Sachen aufsummieren. Was wir am Ende daraus machen, weiß ich noch nicht, aber wir werden das mal sammeln. Von daher den Nickname beim nächsten Mal und beim übernächsten Mal und überübernächsten Mal immer vorausgesetzt. Ich schaffe das jedes Mal, eins herzustellen. Sie sind nämlich relativ aufwendig in der Produktion.
da tut sich schon einiges, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir lassen mal einen Augenblick laufen, bevor wir das Ganze starten. Jetzt gucken wir mal, ob da schon Musik hinterlegt ist. Ich habe das nämlich diesmal mal geschafft, die Musik auch wirklich aus dem Rechner zu holen, die dazugehört. Na, also bitte. Also langsam beruhigt sich die Sache, was die Zunahme der Beteiligung betrifft. Mal gucken. Scheint so langsam, also einige loggen sich ein und aus. Ich denke, wir starten einfach mal. Gucken ins System hinein. Bitte zu beachten, dass die Fragen zum Teil ein bisschen boshaft gestellt sind. Wenn da Mehrfachauswahl steht, dann gibt es mehrere richtige Antworten zum Thema Signale an der Stelle. Da haben wir verschiedene Antworten und davon könnte mehr als eine richtig sein oder wird mehr als eine richtig sein. Sie haben 30 Sekunden Zeit, links läuft die Zeit runter. Das geht zügig. Oh, und das mit den Antworten geht auch zügig, das ist gut. Noch 3 Sekunden, 2. Und fertig. Und das sieht verdammt. Teufelt gut aus, das hat gut funktioniert, also das ist für mich natürlich unglaublich erleichternd. Sie geben Informationen weiter, das hatten wir eben noch mal diskutiert, und Sie haben mindestens einen Signalparameter, das sind die richtigen Antworten. Die beiden anderen, wenn Sie alle 2 haben müssten, würde das Leben extrem kompliziert für uns Messtechniker, und das mag ich nicht, und immer kontinuierlich, das wäre wohl schön, aber das kriegen wir nicht. Komme ich gleich zu. Also es kam die Frage, wonach die Punkte vergeben werden. Wir gucken erstmal mal in den aktuellen Punktestand hinein. Man sieht da feine Unterschiede. Und das ist jetzt eine Frage von Tempo. Das Ding hat eine ganz komplizierte Formel dahinter. Es geht um richtig. Und wer schneller richtig ist, kriegt mehr Punkte. Ich habe das schon ein Semester lang benutzt, das Teil. Da haben wir das immer am Ende gemacht. Da gab es Leute am Schluss, die konnten das doppelt so schnell, wie ich das hingekriegt hätte, obwohl ich die Antworten wusste. Also, okay, gucken wir weiter. Es gibt 4 Fragen in Summe. Wieder eine Mehrfachauswahl. Und wir bleiben bei den Signalverläufen, bei den Signalen. 2 Dinge werden hier richtig sein. Und die erste Antwort ist schon da. Meine Güte, da war jemand aber richtig schnell. Man muss bei dem Schnell natürlich darauf achten. Es muss auch richtig sein, ne? Nur schnell reicht nicht. Ah, die Zeit läuft ab. So langsam wird es zügig. Drei richtige Antworten, das war ein bisschen biestig, das gebe ich zu. Zum Glück hat niemand was. Oder die wenigsten etwas Negatives über kontinuierliche Signale. Das ist eigentlich der Traum jedes Messtechnikers, das kontinuierliche Signal, da ist alle Information drin. Und ansonsten, ja, dass ein kontinuierlicher Signalparameter besser ist als ein diskreter, haben wir vorhin gesehen. Mit dem diskreten muss ich sehr teuer werden, um das kontinuierliche abzubilden. Aber ansonsten in Summe gut gelaufen. Nächste Runde. Erstmal gucken wir, wie sich das auswirkt. Oh, und da verändert sich vieles. Also, da hat sich schwer was verschoben. Massive Aufstiegseffekte. 3. Runde. Das ist jetzt eine Trivialfrage. Wo ist hier das lineare Übertragungsglied? Das haben wir gerade eben nochmal gehabt.
Ah, bescheiden. Ah, da kommt noch jemand hinterher. Na, auf die letzten Sekunden noch. Noch zwei. Okay. Bei ein paar ist es schief gegangen. Nein, das Gelbe unten, das ist das Nichtlineare. Hatten wir darüber geredet. Und das Grüne, das ist fast so eine schlimme Idee wie das Blaue. Das sind die blöden Sachen, die man sieht. Man sitzt dann da und will vier von diesen Feldern füllen. Dann überlegt man sich, was male ich jetzt dahin? Ein Stern passt gar nicht. Was kannst du machen? Umgekehrt, nee, das gibt es nicht. Das ist nichts. Okay, gucken wir mal. Wie entwickelt sich die Sache? Es hat sich ein bisschen, und man sieht ja schon, die vordere Struktur bleibt so ein bisschen, die verschieben sich ein wenig. Aber jetzt wird es spannend. Jetzt kommt eine Frage, die ein kleines bisschen anders ist. Wieder eine Mehrfachauswahl. Und man beachte, hier geht es darum, welche Aussagen falsch sind. Das hat was mit mehr Denken zu tun. Was stimmt hier nicht? Ja, das scheint schwieriger zu sein. Knapp über 80 nur. Aber die, die das Ding auf die Schnelle gelöst haben, haben es im Wesentlichen richtig gekonnt. Nichtlineare Kennlinien haben sicherlich keine konstante Empfindlichkeit. Das hatten wir gerade eben auch gesagt. Da ändert sich die Steigung und da ändert sich natürlich auch was. Sie sind auch mit Sicherheit nicht die Ausnahme in der Messtechnik. Die Welt ist nicht linear. Wir linearisieren sie brutal an allen Ecken und Enden. Und wenn bei linearen Kennlinien der Offset immer null wäre, dann hätten wir Messtechnik das auch wieder leicht. Die einzig richtige war die Tatsache, dass eine lineare Kennlinie eine konstante Empfindlichkeit hat. Und das werden wir uns jetzt noch ein Stück näher angucken. Okay, jetzt gucken wir uns an, wie das ausgegangen ist. Das ist Platz 3, 2 und auf 1. Okay, Glückwunsch zur ersten Runde. Wie gesagt, ich werte das dann nachher noch aus. Das kommt dann in so einen Excel-File. Das Excel-File berechnet dann jede Woche, wie sich die Stände verändern. Das wird es dann immer am Anfang der Vorlesung, wird es kurz den aktuellen Stand der Top 10 oder so geben. Irgendwie sowas in der Richtung. Okay, zurück zum Ernst der Sache. Wir hatten gerade schon über die Empfindlichkeit geredet. Erster wichtige Punkt ist hier, wir nehmen das am Arbeitspunkt, eben weil bei einer nichtlinearen Kennlinie die Empfindlichkeit sich mit dem Eingangssignal verändert. Was hat denn diese Empfindlichkeit für eine Einheit? Die Einheit einer Größe charakterisieren wir über so eine eckige Klammer. Und das ist die Einheit des Ausgangssignals. Na? Warum willst du nicht? Dividiert durch die Einheit des Eingangssignals. Oder wenn wir es in Formelzeichen schreiben, ist es einfach die Einheit von XA dividiert durch die Einheit von XE. Das heißt, die Empfindlichkeit ist in der Regel dimensionsbehaftet. Also irgendwie Volt pro Newton oder Volt pro Millimeter oder was auch immer wir haben. Oder Ohm pro Mikrometer. Kriegen wir noch. Kann alles passieren. Es gibt natürlich auch Übertragungsglieder, bei denen die Empfindlichkeit dimensionslos ist. Das sind Verstärker. Bei Verstärkern ist es typischerweise so, dass das Ding dimensionslos ist. Die lineare Kennlinie, das ist eine absolute Besonderheit. Und das sollten wir ruhig hier an der Stelle auch festhalten. Und man muss ganz ehrlich sagen, auch bei den Größen, die wir zum Teil jetzt kennenlernen werden in den nächsten Wochen,
wo ich sage, ja, die haben im Wesentlichen, das ist meist so ein im Nebensatz kommendes Ding, eine lineare Kennlinie. Da stimmt das über einen gewissen Arbeitsbereich mit einer guten Genauigkeit. Am Ende haben die meisten doch einen nichtlinearen Anteil mit drin, auch wenn er klein ist. Aber die Natur ist nun mal so. Lineare Kennlinie bedeutet, es ist ein linearer Zusammenhang. Von XE und XA. Mit anderen Worten, ich kann mein Ausgangssignal schreiben als Empfindlichkeit mal dem Eingangssignal plus einen sogenannten Offset. Und das Besondere an der Stelle ist jetzt eben, an dem Punkt ist die Empfindlichkeit eine konstante Größe. Eine konstante Empfindlichkeit E und wir haben den Offset mit klein b. Und jetzt können wir verschiedene Varianten haben von dieser linearen Kennlinie. Tragen wir das mal auf. Ausgangssignal aufgetragen über dem Eingangssignal. So stellt man das in der Regel dar. Die einfachste Variante, die wir kriegen können, ist eine Ursprungsgerade. Also eine Situation mit b gleich 0. Wenn wir hier ein Offset haben, irgendein positives b, dann nennt man das eine Kennlinie mit Offset, irgendwie logisch. Und nochmal zur Erinnerung, die Steigung hier, das ist unser e. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Offset negativ ist. Verlängern wir das gerade mal hier ein Stückchen, ich habe das ein bisschen knapp gemalt, dass wir also sowas hier bekommen. Das nennt man Nullpunktsunterdrückt. Wo braucht man sowas? Das macht man manchmal, um Messbereiche zu verschieben. Wenn Sie also einen kleinen Messbereich haben an einem Messgerät und Sie wollen eine kleine Änderung von einem Signal messen, aber das Signal ist so groß und Sie wollen da oben ein kleines bisschen was messen, dann können Sie entweder hingehen, können den Messbereich erweitern, dann geht Ihre Genauigkeit runter, dann kriegen Sie die kleine Änderung nicht mit. Oder Sie nutzen irgendeinen Trick aus der Elektrotechnik und verschieben dieses Signal so, dass Sie den großen Wert, 100 Volt oder was auch immer, unterdrücken und dann nur die paar Millivolt obendrauf, die sich verändern, messen. Ja, das ist so eine typische Geschichte, wo man sowas nutzt. An der Stelle können wir also hingehen und können diese Grundstrukturen erstmal mal verwenden. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, leider funktioniert das in der Regel so nicht. Leider ist es in der Regel so, dass die Kennlinien, die wir betrachten müssen, nicht linear sind. Und wenn wir jetzt hingehen und in den kommenden Wochen in linearer Form unsere Systeme beschreiben wollen, in der linearen Systemtheorie, dann können wir mit so einer nichtlinearen Kennlinie schlicht und ergreifend nichts anfangen. Ist so. Das gilt also nicht nur dann, wenn wir irgendwo hingehen und ja, eine Messung durchführen, die automatisieren und im Endeffekt nicht mit einer komplexen Formel rechnen wollen, sondern mit einer einfachen, nämlich mit einer linearen Gleichung. Das kann durchaus manchmal aus zeitlichen Gründen ein wichtiger Punkt sein, wenn Sie sehr schnell was umrechnen müssen. Dann kann es sein, dass wir linearisieren müssen. Und das wollen wir uns angucken, diese Linearisierung von Kennlinien. Und falls Sie sich wundern sollten, dass in der ersten Rechenübung das Thema Linearisierung ganz weit oben steht. Das hat einen guten Grund. Eigentlich ist die Mathematik, die dahinter steht, ganz schlicht, ganz simpel. Man muss bloß daran gewöhnt sein, sie durchzuführen. Und deswegen üben wir das an der Stelle nochmal, weil ich mache das jetzt seit 17 Jahren, ich korrigiere seit 17 Jahren diese Klausuren. Ich sitze seit 17 Jahren dann frustriert vor dem Schreibtisch und sage, ach nö, nicht schon wieder.
Ja, weil irgendwas Fundamentales schiefgegangen ist. Und deswegen gehen wir das nochmal ordentlich an. Also die Linearisierung eben von Kennlinien. Was wir haben wollen, ist eine lineare Näherung unserer Kennlinie am Arbeitspunkt. In dem kurzen Ding stecken zwei wichtige Sachen. Erstens mal, wir wollen was Lineares haben, ist okay, also eine Gerade. Und zweitens mal, diese Gerade wird sich verändern, je nachdem, an welcher Stelle ich messen will. Und ich muss an dem Arbeitspunkt bestimmen, welche lineare Näherung an der Stelle die ideale Variante ist. Das können wir zunächst ja mal machen, indem wir das irgendwie grafisch tun. Ich male mir gerade mal was Nicht-Lineares hier hin. Aber so ein Ausgangssignal. Mit einem Eingangssignal und ich nehme mal an, dass da wäre meine Kennlinie. Ich gebe zu, es ist meine Lieblingskennlinie, die wird immer wieder auftauchen, die werden wir nachher auch noch unterlegen mit irgendwas Realem. Jetzt definiere ich hier, sagen wir hier hätte ich meinen Eingangspunkt, meinen Arbeitspunkt x0. Das wäre die Stelle, an der ich im Wesentlichen messen will. Und jetzt brauche ich an dieser Stelle eine lineare Näherung. Gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Und das hängt jetzt davon ab, in welchem Umfeld um dieses x0 herum ich messen will. Wenn ich relativ dicht dranbleiben will, dann mache ich eine sogenannte Tangentennäherung. Jetzt muss ich das tun, was mir jedes Mal, jedes Semester seit 17 Jahren an der Stelle passiert. Könnte mir mal gerade jemand ein Lineal leihen? Ich habe meins schon wieder im Büro liegen lassen. Das ist ein Das kann ich aber nicht. Es gibt ein Lineal in dem Ding, aber ich weiß nicht wie. Sie können mir das gerne nachher mal zeigen. Was mache ich? Also ich bin noch klassisch lineal. Ne? Ich lege hier ein Lineal an und überlege mir, dass ich eine Tangente generiere an dieses Ding dran. Das ist gar nicht so einfach, das aus der Hand zu machen. Aber würdest du mal malen? Nee, ach, weil meine Finger drauf liegen. Das ist jetzt wieder das Problem. Auch das Problem haben wir regelmäßig. Naja, habe ich im Wesentlichen ganz gut hingekriegt. Man sieht jetzt hier in einem gewissen Bereich rund um diesen Arbeitspunkt bin ich halbwegs gut. Nehmen wir mal an, ich wollte jetzt einen größeren Bereich wählen. Das wäre also die Variante in Rot, das sogenannte Tangentenverfahren. Wir legen eine Tangente an die Kurve im Arbeitspunkt an. Das können wir gut machen, wenn wir entweder so eine grafische Darstellung haben oder aber, wenn wir eine Situation haben, wo wir eine Gleichung gegeben haben. Da kommen wir gleich noch drauf, eine Gleichung, da kann ich ganz leicht mit dem Tangentenverfahren arbeiten. Es gibt aber auch Situationen, wo wir nur einzelne Punkte gegeben haben auf dieser Kurve. Also sowas hier. Und wenn ich jetzt um meinen Arbeitspunkt herum arbeiten will, dann nehme ich einfach zwei dieser Punkte und lege da eine Gerade durch. Also sagen wir mal sowas hier. Beim zweiten Mal trifft man irgendwie immer besser. Mit Dank zurück. Das ist das sogenannte Sekantenverfahren. Wo ich eine Sekante generiere, indem ich einfach die entsprechenden Werte, die mir in meiner Wertetabelle wo oder wo auch immer gegeben sind, voneinander abziehe, eine Steigung bilde und dann über eine Punktsteigungsform die Sekante generiere. Wenn Sie die beiden Dinge angucken, dann sehen Sie, die Sekante liefert Ihnen über einen relativ großen Bereich eine halbwegs zivilisierte Genauigkeit.
Die Tangente liefert ihm über einen wesentlich kleineren Bereich eine sehr hohe Genauigkeit. Wenn Sie da weiter nach außen gehen, werden die Fehler ganz schnell ganz groß. Das heißt, es ist auch eine Frage, es ist nicht nur eine Frage, was ich gut umsetzen kann, sondern es ist auch eine Frage, was ich eigentlich haben will. Wenn ich weiß, um meinen Arbeitspunkt herum sind meine Fluktuationen winzig klein, dann werde ich immer versuchen, über ein Tangentenverfahren mit hoher Genauigkeit die Linearisierung zu machen. Wenn ich weiß, ich brauche einen relativ großen Arbeitsbereich um meinen Arbeitspunkt herum, dann werde ich in der Regel hingehen und über ein Sekantenverfahren, über eine entsprechend geschickt gelegte Sekante gehen, damit ich einen großen Arbeitsbereich mit einer mäßigen Genauigkeit an der Stelle hinbekomme. Ich hatte schon gesagt, wenn wir das Tangentenverfahren verwenden wollen, dann können wir das sehr gut machen, wenn wir entsprechend eine Gleichung zur Verfügung haben. Beim Tangentenverfahren können wir das analytisch darüber machen, dass wir eine Taylor-Reihe, man entsinnt sich düster, da war mal eine Mathe-Vorlesung, wo das vorgekommen ist, am Arbeitspunkt entwickeln, die nach dem linearen Glied abgebrochen wird. Das ist erstmal mal die Grundgeschichte. Wie sieht das aus? Na gut, das kennt man eigentlich aus der Mathematik. Ich schreibe es trotzdem hin. F an der Stelle x0 plus Delta x. Das heißt, wir gucken uns die Funktion, die wir untersuchen wollen, am Arbeitspunkt mit einer gewissen Abweichung vom Arbeitspunkt an. Das ist nichts anderes als diese Funktion an der Stelle x0. Es ist klar, die Tangente läuft natürlich durch diesen Arbeitspunkt durch, also brauche ich an der Stelle den Funktionswert an dem Punkt. Dann brauche ich die Steigung von dem Ding, das ist nichts anderes als die Ableitung der Funktion nach x, genommen an der Stelle x0. Ich brauche, das ist die Empfindlichkeit, an dem Arbeitspunkt, die ich da habe, und das multipliziert mit Delta x. Und fertig. Und schon habe ich in einer vernünftigen Art und Weise einen funktionalen Zusammenhang geschaffen, mit dem ich arbeiten kann. Und das wird in den kommenden Wochen, in den Übungsaufgaben, in den Klausuraufgaben immer und immer und immer wieder passieren. Und gewöhnen Sie sich von vornherein dran, es kann sein, dass ein Arbeitspunkt aus mehreren Größen besteht. Dass Sie also einen Arbeitspunkt haben, der aus zwei Parametern besteht, dann müssen Sie auch zweimal ableiten. Und wenn er aus dreien besteht, wenn der Adrian gerade schlechte Laune hatte, dann kann er aus dreien bestehen. Macht aber keinen Sinn. Also an der Stelle müssen wir das ein bisschen ausprobieren und wir gucken uns das an einem Beispiel an. Die Kennlinie, die ich da oben gezeichnet habe, das sieht man auf den nullten Blick, das ist ein exponentieller Abfall. Und eine Größe, die wir kennenlernen werden, die immer wieder von Bedeutung ist, ist ein sogenannter Heißleiter. Also ein Fühler, ein Sensor, der auf Temperatur reagiert mit einem Widerstandssignal. Und beim Heißleiter ist es so, wie der Name schon sagt, je heiß, desto light. Das heißt, der Widerstand geht mit steigender Temperatur exponentiell in die Knie. Wir werden über diese Dinger noch reden. Die haben eine Reihe von echten Vorteilen, haben auch ein paar Schwierigkeiten, unter anderem die nichtlineare Kennlinie. Also nehmen wir als Beispiel die Kennlinie eines Heißleiters. Und ich male die bewusst nochmal hin, weil jetzt steht da nicht mehr xa und xe, sondern jetzt stehen die Größen dran, die von Bedeutung sind, nämlich der Widerstand. Und den wird man in der Regel in Ohm angeben. Und die Temperatur, und die könnte man zum Beispiel in Grad Celsius angeben. Denken Sie immer dran, die Einheit gehört mit dazu. Auch wenn ich jetzt hier keine Zahlenwerte dran schreibe, eigentlich gehört die Einheit dazu. Und wie gesagt, das fällt hier exponentiell ab. Irgendwie sowas. Das ist also ein Widerstandstemperaturfühler.
der noch ein paar Kapitel hat, bevor er kommt. Im Vorgriff, der Widerstand ist gegeben als irgendein Koeffizient K0 mal E hoch B durch T. Das Eingangssignal an der Stelle ist die Temperatur, das Ausgangssignal ist der Widerstand. Das B und das K0 sind Konstanten. Und die werden mir in der Regel mitgeliefert oder aber ich messe sie. Nehmen Sie mal einen grundsätzlichen Hinweis, wenn Sie irgendwann mal in die Situation kommen, Sie kriegen irgendeinen Fühler auf den Tisch, sollen irgendwas messen, was auch immer, irgendeinen Sensor. Wenn Sie kein zertifiziertes Kalibrationsblatt dabei haben, machen sich die Mühe, kalibrieren Sie das Ding selber. Weil die haben alle eine irre Streuung. Und das heißt, wenn Sie nur so eine Ahnung haben, dann werden Sie auch nur so eine Ahnung, dann können Sie genauso gut bei einer Temperaturmessung einfach die Hand drauflegen und sagen, ja, ist warm. Ja? Man sollte immer dafür sorgen, dass man ordentlich kalibrierte Elemente hat. Jetzt wollen wir das linearisieren. An einem Arbeitspunkt T0. Oder T1, sagen wir mal T1. Dafür bilden wir zunächst einmal die Ableitung dr nach dt. Das haben wir gesehen, die brauchen wir. Und wenn ich das hier angucke, ich muss innere, und an der Stelle wird es schon spaßig, das erleben wir immer wieder. Wenn ich die E-Funktion ableite, dann wissen wir, die reproduziert sich einfach. Aber ich muss die innere Ableitung bilden. Ja, das ist innere mal äußere. Innere Ableitung. Das b durch t abgeleitet, 1 durch t gibt minus 1 durch t Quadrat, gibt also minus b durch t Quadrat, innere Ableitung, mal der äußeren k0, mal e hoch b durch t, wie gesagt, die e-Funktion, die reproduziert sich schlicht und ergreifend. Das Ding ist nichts anderes, wenn man das genau anguckt, als minus b durch t Quadrat, mal r von t. Aber achte, ich habe im Moment nur die Ableitung gebildet. Ich habe noch nicht gesagt, ich nehme die Ableitung am Arbeitspunkt. Und ich empfehle auch für Übungen, Klausuren und Ähnliches, machen Sie es in Schritten. Versuchen Sie nicht alles auf einmal zu machen. Auch das ist was, was wir aus beliebig vielen Jahren Klausurkorrektur kennen. Dann ist an 5 Stellen der Arbeitspunkt eingesetzt, an der 6. Stelle ist er nicht eingesetzt. Damit wird die Aufgabe eine Katastrophe, weil es nämlich nie linear wird. So, jetzt wollen wir die entsprechende Taylor-Reihe aufstellen. R an der Stelle T1 plus Delta T wollen wir bilden. Das ist R an der Stelle T1, also die Funktion genommen am Arbeitspunkt, plus das, was wir gerade ausgerechnet haben, nämlich minus B. Und jetzt aufpassen, am Arbeitspunkt, also nicht durch T Quadrat, sondern durch T1 im Quadrat. Und R ebenfalls genommen an der Stelle T1. Mal Delta T. Man beachte bitte, alles, was in der Klammer steht, mit Ausnahme von dem Delta T, das sind Konstanten. Weil da steht R an der Stelle T1, das ist einfach ein Wert. Da steht das T1, ist einfach ein Wert und die B ist sowieso eine Konstante. Das kann ich offensichtlich geschickt zusammenfassen, weil da steht in beiden Termen irgendwie das R von T1 mit drin. Das kann ich schreiben als R von T1 mal 1 minus b durch T1 Quadrat mal Delta T. Linearer Zusammenhang. Ganz simpel, ganz schlicht. Man darf nur nicht den Fehler machen, nicht darauf zu achten, wo man überall den Arbeitspunkt einsetzen muss. Die Tatsache, dass ich das so ermüdend dreimal wiederhole, hat Gründe. Weil ich weiß nicht, wie viele tausend Punkte im Laufe der letzten 17 Jahre in Klausuren dem simplen Nicht-Einsetzen eines Arbeitspunkts zum Opfer gefallen sind. Ja, und das ärgert mich. Muss nicht sein. Wir sind an der Stelle schon durch mit dem Ding. Das war relativ schlicht und einfach, wenn man es mal genau nimmt. Statische Charakterisierung ist kein großes Thema. Wir müssen es halt ordentlich machen. Wir müssen, das werden wir dann später diskutieren, wenn wir eine statische Charakterisierung experimentell durchführen, durchaus die Tatsache im Kopf haben, dass die Dinger eine dynamischen Response haben. Das werden wir im Praktikum, in dem dritten Versuch im Praktikum ausprobieren, wo wir die Dynamik und die statische Kennlinie eines Temperaturfühlers bestimmen werden. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit.
Damit machen wir heute noch den Übergang in das dritte Kapitel. Und ich weiß, das dritte Kapitel, das ist ein Kapitel, das ist immer relativ schwierig am Anfang irgendwie zu motivieren. Das liegt daran, dass dieses Thema in anderen Veranstaltungen schon passiert ist und da keinen guten Ruf gewonnen hat. Es geht um die Messungenauigkeitsbetrachtung. Ich weise darauf hin, hier bin ich zum letzten Mal in diesem Zusammenhang wirklich politisch korrekt. Das heißt nach moderner Lesart Messungenauigkeitsbetrachtung. Ich habe das in meiner Jugend noch kennengelernt unter der Bezeichnung Fehlerrechnung. Und mir wird das Thema Fehlerrechnung jedes Mal wieder rausrutschen. Das ist irgendwie über 40 Jahre hart verdrahtet. Ich weise darauf hin, im Rahmen von Klausuren gibt es einen feinen Unterschied zwischen Messungenauigkeit und Fehler. Fehler ist falsch, gibt keine Punkte. Messungenauigkeit ist, was man unter Umständen ausrechnen muss. Ja, das ist die einzige Stelle, wo das wirklich einen Unterschied macht. Was wir an der Stelle festhalten müssen als allererstes Mal, ist, dass jede Messung nur mit endlicher Genauigkeit durchgeführt werden kann. Und das ist wichtig. Stellen Sie sich folgende Situation vor, Sie wechseln die Wohnung. Sie haben eine schöne Waschmaschine. Das sind diese Dinger, die man in der Regel alleine ungern trägt, weil da unten so eine Betonplatte drin liegt, damit die beim Schleudern nicht wandert. Jetzt ist in der Küche ist so ein Loch zwischen zwei Elementen. Sie sind ordentlich. Sie nehmen also Ihren Meterstab raus, messen. 60 Zentimeter. Sie gehen runter an die Waschmaschine, messen. 60 Zentimeter. Wunderbar. Also Training. Waschmaschine, es gibt auch einen Wäschekeller. Aber man möchte ja nicht jedes Mal runterrennen. 8 Stockwerke. Ne? Also Waschmaschine geschnappt, Aufzug ist kaputt, Waschmaschine 8 Stockwerke rauf. Relativ durchgeschwitzt, auch im Winter. Gut, braucht man nicht zu heizen, hat auch was. Sie stehen in der Küche, drücken das Ding an das Loch und es geht nicht rein. Blöd gelaufen. Warum? Die Messgenauigkeit ist endlich. In dem Fall ist es bei der Waschmaschine ist in der Regel oben die Deckplatte, die ein bisschen größer ist als die 60 cm. Das ist ein bekanntes Problem. Die sind so 1,5 mm in der typischerweise größer als die 60. Und dann passt das einfach nicht. Gleichzeitig ist das Loch vielleicht 1 mm kleiner. Weil besser als 1 mm können Sie mit dem Meterstab sowieso nicht messen. Also 8 Stockwerke plus Kellertreppe, Waschmaschinen nach unten, unten anschließen, umsonst gewesen. Blöd gelaufen. Was hätte man machen müssen? Hätte man das umgehen können? Hätte man herausfinden können, dass das knapp geworden wäre? Gut, man könnte sagen, man nimmt was anderes als einen Meterstab. Kann man machen, kann teuer werden. Oder man macht sich Gedanken darüber, mit welcher endlichen Genauigkeit man eine Größe überhaupt bestimmen kann. Das Erste, was wir an der Stelle mal festhalten, ist, ein Messergebnis setzt sich nicht, wie wir vorhin gesagt haben, aus dem Messwert und der Einheit zusammen. Dazu kommt als wesentliche Größe die Messunsicherheit. Vulgo Fehler. Das heißt, die müssen wir bestimmen. Die gehört immer mit dazu. Es ist eine grundsätzliche Frage, welche Genauigkeit kann ich erreichen? Das ist im Wissenschaftsbereich. Kann das eine entscheidende Frage sein, ob Sie wirklich was Neues entdeckt haben oder eben nicht? Wenn Sie wissen, wie gut die Messgenauigkeit ist.
Und im technischen Bereich ist es genauso wichtig. Sie müssen wissen, mit welcher Genauigkeit Sie irgendetwas in den Griff bekommen, damit Sie in irgendeiner Weise mit Ihren Messergebnissen dann am Ende eine Gesamtaussage machen können. Und das ist doch genau das, was wir brauchen. Genau das, was wir wollen. Und jetzt ist es nun mal so, leider funktioniert das nicht beliebig genau. Wir wollen heute noch einen Blick darauf werfen, wie klassifizieren wir eigentlich Messungenauigkeiten. Wir unterscheiden im Wesentlichen drei verschiedene Formen von Messungenauigkeiten respektive Fehlern. Zunächst einmal gibt es grobe Fehler. Und wie gesagt, damit sind nicht die Klausuren gemeint, sondern es geht wirklich ums Messen an der Stelle. Was ist da passiert? Das ist das, wenn effektiv eine Messung falsch, fehlerhaft durchgeführt wird. Nehmen wir als Beispiel mal das, was Sie jetzt als erstes im Praktikum machen sollen. Sie sollen sich ein Pendel bauen und sollen G bestimmen. Jetzt stehen Sie da, Ihr Pendel pendelt so vor sich hin und Sie sagen, naja, wenn ich nur über eine Schwingung messe, dann ist natürlich der Fehler größer, weil ich mit Reaktionszeiten und so vorne und hinten. Das heißt, ich messe, sagen wir mal, über 100 Schwingungen. Das haben Sie vorher nicht gut nachgedacht. 100 Schwingungen dauert seine Zeit, das steht man da und misst. Und zählt. Dann piept das Telefon. Man ist abgelenkt. Dann zählt man weiter. Am Ende hat man 102 gezählt anstelle von 100. Und es kommt irgendein Wert raus für G, der vorne und hinten nicht stimmt. Was ist passiert? Sie haben schlicht und ergreifend falsch gemessen. Und da Sie nicht wissen, ob Sie 100, 101, 102 oder 105 gezählt haben oder vielleicht nur 98, können Sie nur eins mit der Messung machen: ab in die Tonne. Solche Messungen kann man nur verwerfen. Also, hier geht es darum, wir haben entweder zum Beispiel falsch gezählt, wir haben ein defektes Messsystem, und ähnliche Dinge können hier passieren. Und was wir an der Stelle schlicht und ergreifend machen, die Werte kommen weg, weil wir nicht sicher sagen können, was hier falsch gelaufen ist. Die zweite Variante von Fehlern, die auftreten können, das sind sogenannte systematische Fehler. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel für. Als man das Hubble-Teleskop vor vielen Jahren für sehr viel Geld ins All geschossen hat und dann kamen die ersten Bilder zurück, und dann brach Verzweiflung im Kontrollraum aus. Warum? Alles unscharf. Und zwar verheerend unscharf. Was war passiert? Man hatte hochpräzise die Linsen geschliffen. Und bei einer der Linsen hatte man sich schlicht und ergreifend verrechnet. Damit war es hochpräzise falsch und unscharf. Da man aber so hochpräzise die Linsen geschliffen hat, kannte man den Fehler. Dann kann man hingehen, kann den Fehler analysieren und kann so etwas zurückrechnen. Das heißt, solche Fehler können Sie in einer Auswertung berücksichtigen. Man hat dann später dem Hubble-Teleskop eine Brille verpasst, etliche Jahre später, aber man hat dazwischen damit arbeiten können. Das ist nicht einfach, sowas zurückzurechnen und zu überlegen, was ist da schiefgegangen. Das muss man, dafür muss man viel von Optik und von digitaler Bildverarbeitung und so verstehen, gar keine Trivialität. Aber das Gegenstück wäre gewesen, einfach verloren. Und das ist nicht gut. Das heißt, hier haben wir allgemein gesprochen störende Einflüsse,
Und das Beispiel ist natürlich so ziemlich der Worst Case, der passieren kann. Auf die Messung. Das muss nicht immer so dramatisch sein. Das kann auch was ganz Simples sein. Das könnte zum Beispiel so etwas wie thermische Drift sein. Das kennt man. Messgeräte, wenn Sie die einschalten in der Gebrauchsanweisung, ein Voltmeter oder so, da steht immer dabei, wie lange das gefälligst zu laufen hat, bevor Sie hingehen und damit was messen. Weil das vorher wandern die Werte alle irgendwo in der Gegend rum. Wenn Sie schon mal hingegangen sind und einen Computermonitor kalibriert haben, mit so einem Kalibrationstool, steht immer dabei, das Ding muss mindestens 2 Stunden vorher warm gelaufen sein, weil ansonsten die Farben sich immer noch verändern. Und dabei darf man nicht in den Ruhemodus rübergehen, weil dann hat man nichts gekonnt. Das sind so Sachen, an den Stellen überall brauchen wir am Ende, wenn so eine thermische Drift nicht zu beheben ist, also am Computermonitor, warten Sie 2 Stunden, dann ist der stabil, ist alles gut. Bei den meisten Voltmetern warten Sie eine gewisse Zeit, ist alles gut. Aber es gibt auch Situationen, wo solche Driften einfach auftauchen. Sie können hier auch falsche Maßstäbe, im Endeffekt ist das Hubble-Teleskop so ein Beispiel für sowas, wo sowas auftritt. Und das kann man jetzt beliebig auch fortsetzen. Systematische Dinge. Was machen wir da an der Stelle? Wir analysieren die Situation. Und bei der Bestimmung des Messwerts müssen wir den Fehler berücksichtigen. Das heißt, wir korrigieren im Prinzip aufgrund der Analyse, aufgrund der Tatsache, dass wir den Fehler im Detail kennen, nicht bei der Stimmung, sondern bei der Bestimmung wollte ich schreiben, des Messwerts müssen wir das dann mit reinrechnen . Jetzt stellen Sie sich vor, so ein Voltmeter hat so eine thermische Drift. Sie wissen, pro Stunde wandert der Offset um 1/10 Volt nach oben oder nach unten. Sie haben das festgestellt, Sie haben das beobachtet, haben ein entsprechendes Konstantspannungsgerät drangehängt, eine konstante Spannung vorgegeben, haben beobachtet, wie das Ding wegwandert. Und dann wissen Sie, in welcher Richtung Sie arbeiten müssen. Das heißt, systematische Fehler haben ein Vorzeichen. Und das ist wichtig. Nehmen wir ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Meterstab und es wäre Ihnen das passiert, was mir mit den Dingern regelmäßig passiert. Sie haben den irgendwo abgebrochen. Ne? Passiert halt nun mal. Und Sie denken da nicht dran. Es ist nur ein Glied abgebrochen. Sie falten den also aus, messen hier irgendwie eine Länge aus, 5-mal angelegt. 5-mal angelegt sind 10 Meter. Nee, sind jetzt eben nicht 10 Meter, sind nämlich nur 9 Meter, weil nämlich 20 Zentimeter bei jeder Messung fehlen. Also fehlt ein Meter. Das heißt, das hat bei der Berücksichtigung und Vorzeichen, Sie müssen 1 Meter oder n mal angelegt mal 20 Zentimeter abziehen. Das ist ganz klar definiert mit einem Vorzeichen. Und das im Gegensatz zu den zufälligen Fehlern. Zufällige Fehler, und das sind die Bösen an der Sache, weil an denen kommen wir nicht vorbei. Die entstehen einfach durch eine endliche Genauigkeit jeder Messung. Das kann daran liegen, dass wir zum Beispiel eine gewisse Auflösung unseres Systems haben. Meterstab hatte ich gerade eben schon, Millimeter Auflösung ist nun mal so und mehr ist es nicht. Also Auflösung des Systems kann eine Rolle spielen. Zu dem Messsystem gehört dann auch der Beobachter mit dazu. Nehmen Sie das Beispiel mit Ihrem Pendel. Sie stehen da mit der Stoppuhr in der Hand. Sie haben eine gewisse Reaktionszeit. Machen Sie sich schon mal Gedanken darüber, wie Sie die bestimmen.
Weil die gehört zur Messgenauigkeitsbestimmung an der Stelle dazu. Da muss man sich überlegen, wie man die misst, wie man bestimmt, was an der Stelle passiert. Da gehört auch sowas wie elektronisches Rauschen dazu. Das kennt man, wenn man so einen Voltmeter hat, man hängt das an irgendeine Quelle dran und dann flackert die letzte Stelle, die flackert immer. Dann wissen Sie, an der Stelle sind Sie ungenau. War noch eine Frage? Bei der Reaktionszeit, wenn man die beim Pendel hat, die kommt ja immer wieder. Da ist ja nur die Abweichung von der Reaktionszeit die Messung. Na, ganz so einfach ist es nicht. Frage ging jetzt um die Reaktionszeit beim Pendel. Die hat man immer wieder, das ist richtig. Die erste Geschichte, die Sie machen, Sie messen nicht über eine Pendelschwingung, weil dann würde Ihre Reaktionszeit, ich weiß nicht, wie gut Sie sind, bei mir liegt sie so bei 0,15 Sekunden, würde an der Stelle das Problem bereiten, okay, Sie hätten auf, sagen wir mal, eine Sekunde Pendelzeit, wenn das Pendel kurz genug ist, 0,15 Sekunden Fehler, 15%, das ist zu viel. Jetzt lassen Sie es 10-mal schwingen, dann haben Sie über 10 Sekunden diesen Fehler. Wir werden noch Methoden kennenlernen, wie man das noch ein Stück verbessern kann und verändern kann, wie man diesen Fehler rauskriegen kann. Aber Sie können sich ja mal überlegen, wie bestimmen Sie zum Beispiel, das brauchen wir ja in dem Praktikum, wie bestimmen Sie Ihre Reaktionszeit? Können Sie die messen? Wie schnell bin ich an der Stelle? Ist ein guter Vorschlag, also ein Lineal fallen lassen und dann wieder zugreifen nach einer gewissen Länge und dann gucken, wie genau treffe ich die. Ich wüsste einen einfacheren Weg, ich würde einfach eine Stoppuhr nehmen. Ja, auch das wäre eine Möglichkeit. Es gibt solche Programme, die irgendwelche Punkte erscheinen lassen zu bestimmten Zeiten und Sie drücken einfach auf eine der Maustasten und stellen fest, welche Distanz zwischen dem Erscheinen des Punkts und Ihrer Reaktion unterwegs war. Sie haben trotzdem, ja, Sie sehen, dass das Pendel kommt. Sie haben trotzdem eine Reaktionszeit. Autofahren ist eine andere Sache. Die Reaktionszeit dabei setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Aber an der Stelle, Sie haben eine Reaktionszeit. Das ist einfach die Geschwindigkeit, mit der Sie den Knopf drücken können. Ja? Macht man nicht mit einer Geschwindigkeitsaufnahme Slow Motion? Sie können natürlich hingehen und das Pendel mit einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme, dann sind Sie in der digitalen Bildverarbeitung, können Sie machen. Hat keiner was dagegen. Ja, also wie Sie den Versuch gestalten, ist Ihre Sache. Ich bin im Moment auf der einfachen Tour. Sie können ganz schlicht Ihre Messgenauigkeit testen. Nehmen Sie einfach eine Stoppuhr in die Hand, lassen die eine Minute lang laufen und immer zu 5 Sekunden drücken Sie mal kurz auf den Knopf und gucken, wie genau Sie die nächste 5-Sekunden-Geschichte. Dann werden Sie mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber liegen und Sie kriegen ganz schnell ein Gefühl für Ihre Reaktionszeiten an so einer Stelle. Das ist ein ganz einfaches Verfahren, mit dem man feststellen kann, plus minus ein Zehntel, wie gut man an der Stelle liegt. Also Auflösung, elektronisches Rauschen. Und das ist das Ding, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und das wird uns in der nächsten Woche intensiv beschäftigen, wahrscheinlich auch in der übernächsten Woche noch. Und das wird auch in dieses Praktikum hineingehen. Die Frage, wie gehen wir mit diesen zufälligen Fehlern um? Was machen wir an der Stelle? Das heute in den letzten 60 Sekunden herzurechnen, wäre nicht sehr sinnvoll. Von daher war es das für heute. Wir sehen uns wieder in der kommenden Woche. Bis dahin.